vom Start bis zur Landung im Cockpit mit dabei und möglich macht solche Flüge Thomas Aigner, den ich jetzt ganz herzlich hier im Studio von Digital Home begrüßen darf. Guten Tag. Einen kurzen Ausschnitt von einem Pilots ITV-Flug haben wir ja gerade schon gesehen. Was passiert denn noch auf diesen etwa 1,5 Stunden des Zusammenschnitts? Also was passiert, wird natürlich nicht durch uns bestimmt. Wir können da nicht Regie führen, sondern es ist authentisch. Jeder Flug hat etwas anderes, was interessant ist. Das, was natürlich gleich bleibt, ist die Vorbereitung, der Start, die Landung, die Nachbereitung. Aber während des Fluges passieren halt immer wieder Dinge, die auch unvorgesehen natürlich passieren. Und dann ist immer die Frage, ist es so interessant, dass man es drinnen lässt? Und bei Seattle haben wir zum Beispiel ein technisches Problem eines Ventils, das nicht aufgegangen ist, drinnen gelassen. Und dann sieht man, wie die Menschen im Cockpit damit direkt umgehen, welche Knöpfe sie drücken, damit dieses Ventil doch aufgeht, damit diese Sache dann auch so erfolgt, wie man das gerne hätte. Und dann sieht man sogar auch so eine Situation. Fühlen sich denn die Piloten durch so ein Kamerateam eigentlich nicht gestört oder anders gefragt, wie garantiert man, trotzdem man da ist, einen reibungslosen Ablauf? Der reibungslose Ablauf dadurch, dass wir sehr viel Zeit damit verbringen, diese Kameras einzubauen, sehr viel Zeit damit verbringen, zum Beispiel die Kabeln auch so zu verkleben, damit sie sich niemals lösen können, sodass die Piloten während ihres Fluges gar nicht merken, dass da eigentlich Kameras auf sie gerichtet sind. Aber natürlich wissen sie, dass wir hinter ihnen sitzen und natürlich spricht man miteinander, aber bei der Ausübung ihres Berufes werden sie nicht behindert. Das ist das Wichtigste. Und das haben wir auch lange mit der Lufthansa ja im Vorfeld schon erarbeitet, wenn man das so sagen kann. Wie reagieren denn eigentlich die Passagiere? Naja, die Passagiere bekommen nicht viel mit, weil wir sind ja die gesamte Zeit da vorne. Wir haben einen Kollegen, also es ist immer ein Dreierteam, das fliegt. Eine Kollege, der sitzt immer auf der rechten oder linken Seite direkt dort, wo man den schönsten Blick auf der Seite raus hat, also auf die Tragfläche, beziehungsweise eben auch auf die Turbinen. Aber sonst kriegen die von uns gar nichts mit. Passt denn das noch? Ich meine, so ein Cockpit ist ja ohnehin schon nicht arg groß. Wenn da jetzt noch mit 3 zusätzliche drin sind, kriegt man Nein, das irgendwie? Zwei sind vorne drinnen, ganz richtig. Da ist der Hauptkameramann und wenn ich die Zeit habe, bin ich auch mit dabei. Und das ist auch dieser sogenannte Jump Seat, also das sind so Sitze, die man so aufklappen kann, die in der Wand meistens befestigt sind. Für 2 Personen ist es auch geschaffen. Also das heißt, man sitzt da vorne auch genauso angeschnallt wie die Piloten bei Start und Landung. Jump Seat ist der, den man häufiger mal angeboten bekommt, wenn die Maschine ausgebucht ist und man unbedingt noch mit will. Richtig, aber nur dann, wenn man auch eine gewisse Prominenz besitzt, was in diesem Fall ja der Fall sein dürfte. Das glaube ich allerdings nicht, aber gut, ich kann es ja vielleicht mal probieren, wenn ich mal wieder irgendwie in ich so auch eine... Mal verlegen bekommen. wenn ich in so eine Situation kommen sollte. Ja. Wo kann ich denn so eine DVD oder Blu-ray eigentlich kaufen? Was kostet sie und wie viele Folgen, mit wie vielen Strecken gibt es mittlerweile? Also mittlerweile gibt es 6 Filme. Verschiedene Strecken, da ist San Francisco dabei, da ist jetzt Seattle dabei, da ist der Nordpol dabei, die Malediven, das ist auch genauso Barcelona und ein Flug nach Tokio. Das sind die Flüge, die es momentan gibt mit verschiedenen Fluglinien, Lufthansa, LTU, Austrian, in Zukunft kommt Condor dazu und auch Swiss kommt dazu. 29,90 ist der Preis, egal ob DVD oder Blu-ray und kaufen kann man es am leichtesten bei Amazon.de. Mhm. Auf der ganzen Welt, die verschicken auch auf die ganze Welt. Wenn man in München zum Beispiel am Flughafen vorbeischauen kann, da sind wir in 6 von den 10 Shops direkt mit dem gesamten Sortiment erhältlich. Beim Ausflugshügel zum Beispiel, bei den Fluglinien selbst, auch im Onboard- bzw. im Online-Shop. Also wenn man möchte, dann schaut man einfach auf die Webseite. Ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber so wie der Name dieses Programmes ist auch die Internetadresse. Na, also das sollte jetzt eigentlich jeder aber finden, ne? Wie ist denn überhaupt die Idee zu solchen Flügen entstanden? Oder was hat Sie dazu inspiriert, sowas mal zu entwickeln und in die Hand zu nehmen? Ja, also es war so circa das Jahr 2003. Da war ja damals gerade die Internetblase geplatzt. Die Dienstleistung war auch nicht mehr eine Möglichkeit, eine große Firma mit vielen Angestellten weiter zu beschäftigen. Und irgendwann bin ich so an diesem Punkt gelangt, wo ich gesagt habe, ich glaube, meine weitere Zukunft ist die Herstellung von Filmen. Dann war ganz klar, es kann nur die beste Qualität sein. High Definition war damals klar, dass es eben zum ersten Mal Geräte gibt, die auch billiger werden, also wirklich der Massenmarkt interessant wird. Und auf der anderen Seite war die Frage, na gut, was können wir filmen, wo wir nicht ein Millionenbudget brauchen? Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass es eigentlich interessant wäre, gerade auch durch 9/11, wo jeglicher Besuch vor einem Cockpit verboten ist, mit genügend Vorlauf und allen Sicherheitsüberprüfungen, die man über sich ergehen lassen muss, dann vielleicht da vorne in
im Cockpit filmen zu können. Und es ist natürlich ein Nischenmarkt, wie man so schön sagt, in der Branche. Aber offensichtlich gibt es unheimlich viele Menschen, die es verschenken oder die selber Pilot werden wollten oder die Pilot sind. Also es freut uns sehr, dass eine rege Nachfrage ist. Ja, ja. Und gerade wie Sie eben sagen, heutzutage ist es ja nicht mehr so einfach, da wirklich vorne reinzukommen und sich das aus der Perspektive dann auch einmal anzusehen. Auf den DVDs oder Blu-rays sind ja nicht nur die Flüge drauf, sondern gibt es ja diverse Extras. Was zum Beispiel haben Sie da schon alles gedreht? Also wir verbringen, wenn wir zum Beispiel jetzt so einen Long-Distance-Flug machen, nehmen wir einfach jetzt wieder Seattle, dann ist es so, dass die Piloten ja nicht am nächsten Tag wieder nach Hause fliegen, sondern die brauchen ihre Standzeit, die brauchen ihre Erholung. Und dann ist es immer so organisiert, dass die einen ganzen Tag dort verbringen und dann wiederum am dritten Tag wieder nach Hause fliegen. Das ist für uns die große Chance, mit den Kameras dabei zu bleiben. Und bei Seattle zum Beispiel war es so, dass der stellvertretende Chefpilot einen Besuch im Boeing-Werk hatte, weil dort wird gerade ein Flugzeug gebaut, das die Lufthansa die ersten Modelle bekommt. Das ist die sogenannte 747-800. Und da musste eben jetzt mal der stellvertretende Chefpilot ins Werk und dort auch sich eines der ersten Flugzeuge anschauen. Und da waren wir einfach mit den Kameras mit dabei. Und am Nachmittag ist er in das Flugmuseum gegangen, namens Museum of Flight. Mhm. Und da waren wir natürlich mit den Kameras dabei. Das heißt, es gibt auf den Filmen mit Long-Distance-Flügen immer auch ein bisschen ein Gespür, einen kleinen Geschmack der Stadt, in die wir geflogen sind. Das ist ja noch zusätzlich etwas Schönes dazu, dass man den Flug dann, der ja an sich schon ganz toll ist, dann sich angucken kann, sondern auch nochmal ein bisschen was über die Destination erfährt. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch. Herr Aigner, es klingt sehr spannend. Da hoffen wir auf viele weitere schöne Destinationen. Dankeschön. Danke Ihnen.